Was wäre die Fußball-Weltmeisterschaft ohne ausgiebige Public-Viewing-Partys mit Freunden? Aber wie viel Feiern ist dann eigentlich erlaubt und wo hört der Spaß auf? Damit Ihnen zum Beispiel beim gemeinsamen Autokorso kein Fehler unterläuft, hier ein paar Tipps. Es passt so gut, Auto- und WM-Stimmung. Aber wenn der Überzieher am Spiegel die Sicht behindert, bedeutet das Abseits für den Fahrer. Die Fähnchen an der Scheibe halten meist nur bei mäßiger Geschwindigkeit. Die WM-Flosse dagegen ist sprinttauglich. Und wenn Deutschland Weltmeister wird, wie war das mal noch mit aus dem Auto lehnen beim Siegeskorso? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Schiebedach hat, wie viele da rausgucken dürfen, aber... Zwischen 30 und 50 Zentimetern. Gar nicht. Jedenfalls nicht als Fahrer. Darf man sich nicht aus dem Fenster lehnen? Doch, klar, oder? Ich würde sagen, nur so weit, wie der Spiegel ist. Hey, du fängst doch erst an mit der Fahrschule. Nicht schlecht. Auch wenn Deutschland gewonnen hat, gilt die Straßenverkehrsordnung. Das heißt, man muss die Ampeln berücksichtigen, ohne Wenn und Aber muss die Straßenverkehrszeichen berücksichtigen. Man muss als Fahrer und als Passagier angeschnallt sein im Fahrzeug. Man darf sich nicht aus dem Fenster lehnen oder aus dem Schiebedach. Wenn man das macht, dann droht unter Umständen ein Verwarngeld. Auch beim Deutschland-Jubeltaumel daheim oder bei den Fanfesten sind die Regeln klar. Lärm vor Großbildleinwänden auf den offiziellen Veranstaltungen ist für die Dauer der WM auch nach 22 Uhr erlaubt. In den heimischen vier Wänden allerdings gilt die offizielle Lärmschutzverordnung. Und wie laut ist das? Ich würde sagen bis zu 100 Dezibel. Ich darf laute Musik haben bis um 2 Uhr morgens. Oh, da würde ich mal sagen 80. Boah, 80 ist eine gute Zahl. Ich würde sagen 70 Dezibel sind tolerierbar. Weiß ich nicht, nicht so laut, wie man gerne ist. Eine offizielle Dezibelzahl gibt es gar nicht. Nachtruhe herrscht in Deutschland von 22 bis 6 Uhr. Während dieser Zeit muss man Zimmerlautstärke einhalten. Das Fernsehgerät muss dann entsprechend eingeschaltet werden. Lauter Jubel auf dem Balkon oder bei geöffnetem Fenster ist möglichst zu vermeiden. Wenn man das nicht macht, dann droht eventuell ein Bußgeld. Fußballpartys im Garten gehen natürlich in Ordnung, aber nur solange man alle Fußballfans auf dem eigenen Grün auch kennt. Nur wie lange ist so eine Party privat und ab wie viel Personen ist sie öffentlich? Damit laut Urheberschutzgesetz gebührenpflichtig. 30 Leute? 30, 40? Ich würde jetzt sagen, die 50 bis 60 Stück. Das liegt im Ermessen Ihres Portemonnaies. Nein, entscheidend laut Gesetz ist das Verhältnis der Gäste zum Gastgeber. Wenn man zum Beispiel zum Nachbarn sagt, ja, wer kommt, der kommt. Und dann kommen die Nachbarn und die Nachbarn kennen sich untereinander. Und es hat auch kein anderer Zutritt, dann liegt eine private Veranstaltung vor. Und wenn man jedermann einen Zutritt gewährt, dann ist der Personenkreis eben nicht mehr abgrenzbar und es ist eine öffentliche Veranstaltung gegeben. Im Miniaturwunderland in Hamburg dagegen gibt es mit den 5 WM-Partys auf der Eisenbahnanlage keine Probleme. Die Plastikfans dürfen feiern, der Lärm bleibt ja in der Familie. Also wir haben hier mit den Anwohnern gesprochen, das ist halt immer ein Problem, aber die sind auch alle im WM-Fieber und da hilft ein bisschen Freibier am Ende und die Laune wird übertragen und dann sind hier alle lustig am Feiern. Und wie halten Sie es und Ihre Mitarbeiter mit Fußball gucken? Also wir haben ja hier unsere 5 Fanfeste, wo wir live übertragen und da werden wir einfach ein bisschen heimlich mitgucken. Das geht aber nur, wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Denn egal wo, wer während der Arbeit unerlaubt Fußball schaut, riskiert eine Abmahnung. Und das nicht nur im Maßstab 1 zu 87, sondern auch im richtigen Leben.